Drupa 2024 Düsseldorf. Eine Messe, die 8 Jahre nicht stattgefunden hat, erklärt man schnell als gestorben. Und in unserem digitalen Zeitalter scheinen Drucksachen auch eher altmodisch. Dass dem nicht so ist, ist auf der Drupa in Düsseldorf zu sehen. Da diese Messe nur alle 4 Jahre stattfindet, fiel sie im Pandemiejahr aus und ist jetzt jünger und frischer am Start als gedacht. Auf einer Nettofläche von rund 140.000 Quadratmetern präsentieren 1.646 Aussteller in 18 Messehallen aus 52 Nationen das gesamte Spektrum aktueller Trends und visionärer Ideen rund um Drucktechnologien. Darüber hinaus gewinnen die Bereiche Packmittelproduktion und Verpackungsdruck signifikant an Bedeutung. Von renommierten Global Playern bis hin zu aufstrebenden Neueinsteigern und Startups. Die Liste der Aussteller liest sich wie das Who is Who der Druck- und Verpackungsindustrie. So präsentieren Hersteller aus 52 Nationen 11 Tage lang innovative Technologien, Lösungen und Themen, die die Branche jetzt und in Zukunft bewegen. In einer Zeit, die von großen gesellschaftlichen, aber auch rasanten technologischen Umbrüchen und globalen Megatrends geprägt ist, müssen Unternehmen reagieren. Wer bedeutende Entwicklungen nicht antizipiert und sich vorausschauend aufstellt, gefährdet seinen Wettbewerbsvorteil und verspielt Chancen der Zukunft. Da kommt die Drupa zum rechten Zeitpunkt. Denn die globale Leitmesse für Drucktechnologien zeigt einerseits den State of the Art der Branche und viele zukunftsweisende Innovationen im direkten internationalen Vergleich. Andererseits bietet sie jede Menge Gelegenheit zum hochkarätigen Wissenstransfer, Dialog und Networking mit weltweiten Branchenexperten. So sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit die zentralen Themen und spiegeln sich auf nahezu allen Ständen wider. So auch bei der Kurzgruppe aus Fürth. Das weltweit führende Unternehmen der Dünnschichttechnologie entwickelt und produziert auf Trägerfolien applizierte Dekorations- und Funktionsschichten für verschiedenste Produkte und präsentiert diese unter dem Motto „Das Mögliche neu denken“. Der Markt der weltweiten Druckindustrie bleibt weltweit auf Wachstumskurs. Mehr als 837 Milliarden Euro setzt die Branche im vergangenen Geschäftsjahr um. Und aktuelle Studien gehen von einem durchschnittlichen jährlichen inflationsbereinigten Wachstum von über 2,1% aus. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen vom Bereich Etiketten und Verpackungen getragen. So sind diese Technologien auch vielerorts zu sehen. Das Thema Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck spiegeln sich bei vielen Ausstellern auch schon in der Art der Messestandrealisation. Die inzwischen in der Branche verbreiteten leichten, flexibel einsetzbaren Aluminiumrahmen von AluVision und P-Matrix, die oft nur mit leichten Stoffen bespannt werden, reduzieren Gewicht und Transportaufwand nicht unerheblich. Außerdem lassen sich ideal auch LED-Module in die Rahmen integrieren. So lassen sich sogar auch ganz große Stände wie der von König und Bauer nahezu komplett in dieser Technik realisieren. Und nicht nur auf diesem Stand ist zu sehen, dass die Präsentation komplexer Maschinenabläufe eine gute Moderation erfordert. Denn nur so lassen sich größere Mengen an Interessenten gleichzeitig ansprechen und Stände ohne gehen da eher unter. Nein, nicht immer. So zeigt uns ein Buchdrucker, wie Gutenberg die ersten Bibeln druckte. Oder sagen wir einmal, fast so wie damals. Eine anstrengende Tätigkeit, die in der heutigen Zeit nur noch im Bereich der Kunst eine Rolle spielt. Auf der Messe spielen da eher Robotertechnologien und die Digitalisierung eine wichtigere Rolle. Und auch künstliche Intelligenz übernimmt immer mehr Aufgaben, gerade in einer immer stärker globalisierten Branche. Dieser Herausforderung stellt sich auch die Drupa und verkündet zusammen mit der Printing United eine strategische Partnerschaft. So treffen sich Aussteller und Interessenten bald wieder. Im September dieses Jahres im Las Vegas Convention Center. Und die nächste Drupa wird in 4 Jahren wieder in Düsseldorf zu Hause sein.